In diesem Interview mit Boris Palmer stellen wir uns die Frage, ob es in Deutschland noch Meinungsfreiheit gibt. Sei gespannt. Liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders, heute mit Herrn Boris Palmer zu sprechen. Herr Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich Zeit für das Gespräch mit uns nehmen, Herr Palmer. Wunderbar. Gerne. Ich bin auf Sie gekommen, weil mein Verantwortlicher für YouTube ist Fan von Ihnen. Und er hat mich darauf gebracht, Sie zu kontaktieren und zu unserem YouTube-Kanal einzuladen. Sie haben ja eine ganz spannende Geschichte. Ich würde gerne mal damit anfangen, wie sind Sie denn überhaupt Politiker geworden? Was war so Ihre Intention? Wie sind Sie so auf diese Karrierelaufbahn gekommen? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Für mich ist das mein erstes YouTube-Interview. Oh. Lerne was dazu, mach mal was Neues. Das ist auch schön. Klasse. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Tschernobyl hat mich sehr stark bewegt. Der Bericht des Club of Rome. Ich bin zur Überzeugung gelangt, die Menschheit ist dabei, sich selber zu zerstören. Dagegen muss ich was tun oder wenigstens meinen Beitrag leiten. Deswegen habe ich in der Studierendenmitverwaltung mitgemacht, bin dann bei den Grünen eingetreten, weil Ökologie mir nur bei den Grünen gut aufgehoben schien. Und dann hat sich gezeigt, ja, man kann was verändern. Ich habe als Student hier den Tübinger Nachtbus bei mir daheim am Schreibtisch entwickelt und in der Politik auch durchsetzen können. Der fährt jetzt fast ja, über 20 Jahre schon. Mhm. Und so ein Erfolgserlebnis motiviert. Dann war ich der Meinung, ja, man kann noch mehr tun für die Umwelt und für umweltfreundliche Lebensbedingungen. Bin in den Landtag gekommen und als es die Chance gab, in Tübingen Oberbürgermeister zu werden, habe ich lange versucht, habe kandidiert und siehe da, ganz knapp im ersten Wahlgang gewonnen, so ungefähr kam es. Ah, okay. Und wie lange sind Sie jetzt schon Oberbürgermeister von Tübingen? Die Wahl war 2006, ich bin jetzt also 13 Jahre im Amt. Ah, und das heißt, Sie sind jetzt schon dreimal oder zweimal wiedergewählt worden? In Baden-Württemberg ist die Amtszeit 8 Jahre lang, das heißt, es ist die zweite Amtszeit. Ah, wunderbar. Und macht Ihnen der Beruf Spaß? Da zitiere ich immer ganz gern unseren Ministerpräsidenten, der sagt, Politik soll nicht Spaß machen, sondern Sinn ergeben. Es macht Sinn oder es ergibt Sinn. Ich sage es einfach mal jetzt mit Zahlen, weil ich Mathematik studiert habe, drücke ich es gern so aus. In der Zeit, in der ich Oberbürgermeister bin, hat Tübingen 25% mehr Arbeitsplätze gewonnen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, hat 12-13% Einwohner gewonnen. Mhm. Und das Ganze aber nicht auf Kosten der Umwelt, denn es wurden keine Neubaugebiete dafür ausgewiesen. Wir haben nicht die Natur zugepflastert, sondern alles in der Stadt untergebracht und den CO2-Ausstoß pro Kopf um 30% senken können. Wenn Sie das zusammennehmen, dann ist das ein Modell für Wohlstand und Entwicklung in nachhaltiger Weise, ohne die Umwelt zu zerstören. Und genau deswegen bin ich ja in die Politik gegangen und deswegen gibt mir das eine große Zufriedenheit mit dem, was ich tue. Ja, das ist wirklich sehr schön. Da können Sie wirklich stolz auf sich sein. Wie haben Sie das denn erreicht, diesen CO2-Ausstoß so stark zu verringern? Dafür braucht es viele, die mitmachen, viele Ideen, viele Maßnahmen, neue Technik, neues Verhalten. Aber es ist machbar. Ich sage Ihnen einfach nochmal ein paar Beispiele. Wir haben in Tübingen heute 12-mal mehr Ökostromkunden als zum Beginn unserer Kampagne. Das heißt, da haben ganz viele Leute, über 10.000, gesagt, ich zahle jetzt etwas mehr dafür, dass mein Strom in Zukunft nicht mehr aus der Atomkraft kommt, sondern aus Wind, Sonne und Wasser. Mhm. Und dann hatten wir Geld, um zu investieren. Oder wir haben einen Carsharing-Verein, der hat mal ganz klein angefangen und ist jetzt einer, bezogen auf die Größe der Stadt, der 3 erfolgreichsten in Deutschland. Mit an die 120 Autos jetzt im Stadtgebiet. Mhm. 2200 Nutzern. Angefangen haben wir bei 700. Also da haben wir eine Verdreifachung erreicht. Man muss also viele Menschen zum Mitmachen bewegen und kann dadurch dann die Lebensqualität verbessern, sparen und CO2 einsparen. In die Richtung haben wir das gemacht. Noch was Größeres, wo nicht so viele Einzelne mitmachen müssen. Unsere Stadtwerke haben 250 Millionen Euro ausgegeben, um Windkraftwerke und Solaranlagen zu bauen. Und dadurch sind wir jetzt bei über 50% erneuerbarem Strom, den wir selber produzieren. Solche Schritte sind
erfolgreich gegangen worden in den letzten 13 Jahren. Ja, das ist wirklich toll. Und waren Sie denn alleine dadurch, dass Sie jetzt die Position des Oberbürgermeisters haben, in der Lage, diese Dinge umzusetzen? Oder brauchten Sie da auch den Rückhalt der, ich weiß nicht, wie das genau in Tübingen aussieht, des Stadtrats oder? Also Tübingen hat einen Stadtrat mit 40 Mitgliedern. Mhm. Natürlich kann man als Oberbürgermeister nicht allein entscheiden. Wir sind ja nicht in der Monarchie. Aber der Oberbürgermeister hat in Baden-Württemberg schon eine sehr kraftvolle Position. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, die der Stadt gehören. Und dadurch kann man zum Beispiel so einen Beschluss herbeiführen, wir wollen jetzt Kraftwerke mit Wind und Sonne bauen. Mhm. Das könnte man nicht, wenn man über kein Stadtwerk verfügt, wenn man da kein Eigentum hat. Oder wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft, da haben wir am Anfang meiner Amtszeit ein Sanierungsprogramm aufgelegt für 100 Millionen Euro, um die Wohnungen in einen modernen energetischen Zustand zu bringen und damit CO2 einzusparen. Auch dafür braucht es dann immer Beschlüsse im Gemeinderat oder in den Aufsichtsräten, aber der Oberbürgermeister hat gewissermaßen das Initiativrecht. Also ich kann die Sachen vortragen, ausarbeiten lassen, der Verwaltung die Aufträge zu geben, bereite das vor und dann kann ich mir Mehrheiten suchen. Und das hat fast immer geklappt. Mhm. Dafür sind die Verhältnisse in Tübingen natürlich auch deswegen günstig, weil die Grünen jetzt seit 2009 in jeder Wahl die stärkste Partei im Stadtrat gestellt haben. Ah, okay. Haben Sie denn auch Maßnahmen ergriffen, um Müll zu reduzieren oder zu vermeiden? Die Müllbeseitigung liegt in der Zuständigkeit des Landkreises. Da haben wir bisher wenig gemacht. Wir sind aber gerade dabei, was zu tun, auch wieder als erste Stadt in Deutschland. Der Gemeinderat hat da schon einen Grundsatzbeschluss gefasst. Wir wollen gegen diese Verpackungsflut vorgehen. Gerade war es wieder in der Zeitung, Deutschland ist Verpackungsweltmeister. Es wird immer mehr, dieses ganze Plastikzeug. Und da spielt auch das ganze To-Go-Zeug eine große Rolle. Kurz gebrauchen, eine Minute den Becher leergetrunken und schon weggeworfen. Das ist auch, wie ich finde, keine Kultur der Nachhaltigkeit, die sich da ausgebreitet hat. Gab es übrigens, als ich studiert habe, noch nicht. Weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber To-Go habe ich irgendwie vor 15 Jahren überhaupt erst mal gelernt, dass das kein Land in Afrika sein soll. Ich habe erst mal, was wollen die jetzt mit Togo immer gedacht, dass ich kapiert hat, um was es geht. Die To-Go-Kultur ist gar nicht so alt und man konnte auch vorher Kaffee trinken. Und wir wollen dagegen jetzt was unternehmen, indem wir sagen, gut, offensichtlich ist das zu billig, zu reizvoll, das Wegwerfen kostet nichts, die Allgemeinheit zahlt. Die Beseitigung kostet ja auch Geld. Wir verlangen jetzt eine Steuer und der Stadtrat wird voraussichtlich im nächsten Jahr dann 50 Cent auf jeden Wegwerfbecher als Steuer erheben, in der Hoffnung, dass dann die Mehrwegbecher, die es ja schon gibt, die man auch mitbringen kann, abgeben kann, dass die sich dann durchsetzen. Weil wenn ich damit 50 Cent spare, dann glaube ich, werden viele Leute sagen, ach, das mit dem Wegwerfen ist doch keine so gute Idee. Ja, genau. Ja, wir haben in unserem Shop so einen schönen Bambusbecher. Den kann man einfach mitbringen, ne, sich befüllen lassen und dann zu Hause auswaschen und weiterverwenden. Also die Dinge sind ja einfach relativ einfach, wenn man nur so ein bisschen Aufwand betreibt, also der wirklich minimal ist in dem Fall. Ne? Ja, aber der Aufwand ist es, der halt viele abhängt. Ne? Die Bequemlichkeit, wir sind halt doch alle irgendwie Bequemlichkeitstiere, die ist relevant. Deswegen wollen wir es ein bisschen unbequemer machen, die Wegwerfsachen zu benutzen. Und gleichzeitig haben wir schon 80 Ausgabestellen in der Stadt erreicht, dass die einen einheitlichen Mehrwegbecher zurücknehmen. Das heißt, ich kann auch to go, ja, meinen Becher mitnehmen, dann laufe ich 5 Minuten, dann gebe ich ihn an einer anderen Stelle wieder ab. Und dann ist es, finde ich, fast so gut, wie wenn ich ihn halt irgendwo in den Mülleimer werfe. Ne? Ja, das ist auch super. Und gibt es bei Ihnen denn auch die Möglichkeit, Kompost getrennt zu sammeln in Tübingen? Ja, ich glaube, das ist in Deutschland Standard, oder? Also wir haben Biomülltonnen, klar, und die werden dann kompostiert. Alles klar. Ja, also in Hamburg, weiß ich, gibt es viele Stadtteile, wo das eben nicht Standard ist. Ach so. Genau, also da sind wir ja auch noch ein bisschen hinterher. Ich dachte, das ist ja eigentlich normal mittlerweile. Ja. Nochmal eine ganz andere Frage, und zwar, Sie vertreten ja teilweise auch Positionen, die jetzt nicht unbedingt allen, nicht so dem grünen Grundsatz oder der grünen offiziellen Meinung entsprechen. Und da deswegen waren Sie auch öfters in der Kritik. Also zum Beispiel gerade was so die Flüchtlingskrise anbelangt. Und ich habe gestern auch noch mal ein bisschen gelesen, wo Sie, war ja vor kurzem in der Zeit, eine Umfrage, dass 63% der Deutschen sich nicht trauen,
öffentlich ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst vor Sanktionen oder vor Missbilligung oder vor Diffamierung haben. Und dazu haben sie auch ein Statement abgegeben, ne? Und ich fände es ganz spannend, wenn wir einfach darüber mal sprechen, weil mir ist es auch aufgefallen, dass einfach so bestimmte Meinungen einfach, das ist irgendwie ein rotes Tuch, ne? Man äußert etwas, bevor die Leute sachlich damit umgehen, geht sofort die Schublade auf und man wird irgendwo reingesteckt. Und da finde ich sehr spannend, was Sie dazu auch in der Öffentlichkeit geäußert haben. Wäre spannend, jetzt mal von Ihnen zu erfahren, wie Sie genau das betrachten. Ich habe das erlebt, die letzten 4 Jahre, eigentlich erst seit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015. Und zwar in dem Moment, als ich kritische Bemerkungen gemacht habe darüber, dass die Zahl der Flüchtlinge, die pro Tag kommen, zu hoch sei, dass wir das in den Kommunen nicht mehr gut bewältigen können, dass wir da an Kapazitätsgrenzen gelangen, dass das auf Akzeptanzprobleme stößt, dass Nachbarn das häufig gegenüber dem Bürgermeister artikulieren, dass sie das nicht wollen. Und dass da eben auch erkennbar sehr viele junge Männer dabei sind, die gar keine Fluchtgründe haben, sondern legitime Gründe, ein besseres Leben zu suchen, aber nicht auf der Flucht gewesen sind. Ja. Ich glaube, das kann man jedenfalls diskutieren. Ich halte das nicht für rechtsradikal, solche Aussagen zu machen. Habe aber sofort erlebt, dass das passiert, was Sie gerade schildern, dass nämlich da nicht mehr gefragt wird, ist das richtig oder falsch, was der da sagt, sondern ist es gut oder böse. Ja. Und wenn jemand sagt, wir können Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen oder es werden zu viele, dann ist es böse. Kriegen Sie eine Schublade, einen Stempel, ne, auf die Stirn und ab jetzt sind Sie irgendwie der Rechtsausleger bei den Grünen oder der AfDler bei den Grünen oder der Nazi bei den Grünen. Und ob Sie da jetzt 10 oder 15 Jahre erfolgreiche Kommunalpolitik gemacht haben, interessiert keine Sau mehr, sondern Sie haben irgendeinen falschen Satz gesagt, in Anführungszeichen. Und dann kriegen sie dieses Etikett. Und das finde ich in der Tat problematisch. Ist nicht so sehr, weil ich damit nicht klarkommen würde. Ich weiß nämlich auch, dass ich in der Bevölkerung große Unterstützung finde. Denn die 2/3 der Leute, die in der Umfrage sagen, man kann eigentlich nicht mehr offen über die Dinge sprechen, wie man es möchte, die treffe ich auf der Straße wieder. Die sagen mir nämlich, aber bitte, gell, Sie lassen sich nicht unterkriegen und bleiben Sie dabei und sagen Sie das auch weiterhin. Und das sind auch viele Grüne mit dabei. Also um mich geht es mir dabei nicht, aber um das Klima in unserer Gesellschaft. Ich erlebe das als repressives Meinungsklima und das bedeutet eben gerade nicht, dass man damit die AfD schwächt, sondern ich denke, man stärkt sie damit, weil wenn die Leute sagen, naja, wenn ich jemand suche, der auch mal sagt, was mich stört und ärgert, die haben bestimmt keine Lösung, wahrscheinlich sind Nazis dabei, aber was soll ich denn tun? Ich will doch wenigstens mal meine Probleme ausdrücken können. Und das macht wenigstens die AfD, dann kommen die in eine Anwaltsrolle hinein, die man ihnen nicht zubilligen sollte. Und deswegen bin ich da wirklich für eine offene, auch wertschätzende Auseinandersetzung in der Sache, ohne solche Repressalien, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Mhm, genau. Also ich habe das, also mir ist das so in den letzten Jahren auch sehr stark aufgefallen, dass es sowas wie eine öffentliche Meinung gibt, die, es scheint so, als ob die irgendwie vorgeschrieben ist, die sich ja auch sehr stark gewandelt hat. Ne? Also man hat ja vor 10 Jahren noch ungefähr oder 15 Jahren war es eher so, dass es eher normal war, in der öffentlichen Medienwelt also konservative Meinungen zu äußern. Ne? Und dass jetzt eben so konservative Meinungen, also dass die teilweise also sofort angegriffen werden. Ne? Also oder dass zum Beispiel viele Positionen, die jetzt die AfD vertritt, hat früher die CSU vertreten. Ne? Und die CSU wurde aber nicht öffentlich angegriffen, wenn irgendwelche Sachen gesagt wurden. Also es hat sich da, finde ich, ja, einfach sehr viel verschoben. Und mir ist es, ich habe das genauso erlebt, ne? Weil ich einfach, das Ding ist ja genau wie Sie auch, man erlebt ja Dinge auch einfach durch persönliche Erfahrungen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo ist, wir haben sicherlich auch Erfahrungen gemacht, wo. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn es jetzt irgendwelche Verbrechen gibt, ne, oder Vergewaltigungen, dann gibt es ja eine offizielle Anweisung, dass die Staatsbürgerschaft oder die Herkunft nicht genannt werden soll. Ne? Und das finde ich zum Beispiel etwas, also das finde ich sehr bedenklich. Ne? Also dass praktisch, also vielleicht steckt dahinter, dass kein Rassismus entsteht, wenn man weiß, wo die meisten, also wer die meisten Vergewaltigungstäter sind. Aber ich finde, es müsste doch
auch ganz öffentlich angesprochen werden dürfen, wo das herkommt oder was die Probleme sind, ne, was die Ursachen dafür sind. Also meines Wissens gibt es diese Anweisung nicht. Wir haben im Polizeibericht in Tübingen jedenfalls sehr regelmäßig die Nennung der Herkunft, auch nicht mehr ausnahmsweise, sondern fast in allen Fällen. Und da sieht man dann tatsächlich, das ist auch nicht verwunderlich, junge arbeitslose Asylbewerber aus Ländern, in denen Gewalt auch im Alltag schon erfahrbar ist, die das alles schon erlebt haben, dass die überproportional häufig an Straftaten beteiligt sind. Das sieht man auch in der polizeilichen Kriminalstatistik. Es wird erfasst, es wird veröffentlicht, es gibt sogar einen eigenen Lagebericht des Bundeskriminalamtes, in dem man das ausweist. Wo ich Ihnen zustimme, also es gibt die Anweisung meines Wissens nicht, aber wo ich Ihnen zustimme ist, dass die Medien sich verändert haben über die letzten 30, 40 Jahre. Also es gab die Springerpressezeit, da waren eben sozusagen die Bataillone rechts und die Studierenden waren die Linken, die dagegen aufbegehren mussten. Da gab es das schon mal in die andere Richtung gewissermaßen, dass die Gesellschaft von den Medien gar nicht mehr repräsentiert, sondern in Teilen bekämpft wurde. Und das hat sich jetzt gewandelt. Es gab den Marsch durch die Institutionen. Ich persönlich finde es erstmal auch gut, weil mir die Medien heute besser gefallen als zur Springerzeit. Auch die Bild-Zeitung hat sich ja für die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ausgesprochen. Das wäre ja vor 40 Jahren undenkbar gewesen, sagen Sie ganz richtig. Da hätte Helmut Schmidt, die Bild-Zeitung und Strauß hätten gemeinsam Politik gegen die Flüchtlinge gemacht. Das hat sich total verändert, ist auch gut für unser Land. Nur sollte man auch dann, wenn man selber der Überzeugung ist, auf der Seite der Guten stehen, einige Prinzipien der demokratischen Debatte nicht außer Kraft setzen. Und das heißt, es wird nicht am Anfang entschieden, was richtig oder falsch ist, sondern am Ende. Und die Definitionsmacht hat auch nicht jemand, der sich selber veredelt und gut hält, sondern die Definitionsmacht hat einfach die Mehrheit der Gesellschaft, die macht bei Abstimmungen davon Gebrauch und entscheidet es. Und das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das ist das Gefährliche dran, wenn man aus edlen Motiven handelt, dass man dann irgendwann glaubt, der Zweck heilige schon die Mittel. Und das ist halt nicht der Fall. Auch dann, wenn man wirklich, ich glaube, es sind edle Motive, den Flüchtlingen helfen zu wollen, wenn man wirklich edle Motive hat. Giovanni Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, hat es, wie ich finde, sehr gut erfasst und auch immer wieder beschrieben, dass es eine Art Hegemonie gibt eines liberal-grünen journalistischen Mainstreams. Die meisten Journalisten kommen aus einer ähnlichen politischen Grundorientierung. Und dass daraus eine Verantwortung erwächst, die Pluralität zu erhalten. Also das jetzt nicht durchsetzen zu wollen gegenüber allen anderen, sondern im Streit, in der Diskussion zu bleiben. Und die Zeit hat deswegen jetzt ganz bewusst eine eigene Abteilung Streit geschaffen. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen wieder mehr Streit darum, was der richtige Weg ist und weniger moralisierendes Herabsetzen derjenigen, die anderer Meinung sind, weil das die nur verbittern kann und ausgrenzen, aber sicher nicht überzeugen. Genau. Also ich denke auch, dass es total wichtig ist, dass eben logische Argumentation, ne, dass man wirklich Argumente austauscht, dass man wirklich auf einer sachlichen Ebene miteinander diskutiert und nicht sofort die Schublade im Kopf aufgeht, wenn man irgendwelche Reizworte hört. Ne? Und Sie haben dadurch aber dadurch, dass Sie eben da auch ganz ehrlich und auch öffentlich Ihre Meinung sagen, ja auch viele Probleme in der eigenen Partei bekommen, oder? Ja, das ist so. Also vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich provoziere und zuspitze. Ich will das jetzt nicht alles bei meiner Partei abladen. Aber ich bemerke schon, dass es dieses Reflexhafte gibt, dass die Leute nur einen Halbsatz auf Facebook lesen und dann sofort draufhauen und nicht mehr versuchen zu verstehen, sondern sehr schnell verurteilen. Das finde ich alles sehr bedenklich und das stört mich gerade an meiner Partei, weil die ja mal ganz anders gestartet ist. Wir sind ja wirklich eine Partei, wo man über alles intensive Streitfragen haben konnte, alles diskutieren konnte, gestartet. Und jetzt soll es in bestimmten Themenfeldern von vornherein festgelegt die richtige Meinungskorridore geben, wenn man anderer Auffassung ist. Dann soll man gar nicht mehr am Diskurs teilhaben oder es wird einem auf dem Parteitag gar zugerufen, was passiert ist. Man soll ja einfach mal die Fresse halten. Dagegen verwahre ich mich. Es ist aber auch nur eine Minderheit in meiner Partei, die so agiert. Darf man auch nicht verwechseln. Diese Minderheit gibt es an Universitäten mittlerweile. Das ist in den letzten 4 Wochen sehr deutlich geworden, dass da am liebsten Redeverbote und Vorlesungsverbote erteilt werden sollen, auch Forschungs- Diskussionsverbote, wie die Professorin Schröter in Frankfurt erlebt hat, als sie den Kongress über das Kopftuch und seine Bedeutung abhalten wollte. Da wurde ihr Rücktritt gefordert, weil sie die falschen Dinge diskutiert und erforscht. Das ist so eine
Haltung, die sich da ausbreitet in linken Milieus, die ich sehr kritisch finde und wo ich mir wünschen würde, dass meine Partei da, obwohl man sich in den Zielen einig ist, sich klar distanziert, weil die Methode einfach nicht passt. Ja, also das, ja, also ich sehe das genauso. Und also ich stelle mir halt manchmal die Frage, wie das halt, also wenn jetzt sozusagen viele Flüchtlinge, deutsche Flüchtlinge, sage ich mal, nach Saudi-Arabien kommen würden, um mal ein Beispiel zu nennen, und würden dann sagen, wir wollen dort die westliche Kultur, wir wollen dort Freizügigkeit, wir wollen dort Gleichberechtigung für Frauen und so weiter. Ne, ob dann die Menschen in Saudi-Arabien genauso wie wir jetzt hier sagen würden, ja, und wir finden das ganz toll und jeder, der etwas gegen die deutschen Einwanderer hat, der wird bestraft und weiter oder wird geächtet. Also das ist schon, finde ich, sehr, 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 sehr ungewöhnlich, was gerade hier passiert. Und ich finde halt, dass diese entscheidende Frage, nämlich warum kommen denn so viele Menschen nach Deutschland? Also was sind die Ursachen dafür? Diese Ursachenfrage, die wird ja aus meiner Sicht kaum diskutiert. Also das eben. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass das nicht besprochen wird? Ist zumindest mein Eindruck. Also die Linken thematisieren das ja, dass sie sagen, Waffenexporte zum Beispiel oder Kriege im arabischen Raum führen auch zu Vertreibung und zur Flucht. Aber ich finde, dass in den öffentlichen Medien diese Ursachen kaum diskutiert werden. Oder wie erleben Sie das? Okay, also haben wir eine verschiedene Wahrnehmung. Mein Eindruck ist, dass diese Ursachenfrage sehr oft diskutiert wird, dass man auch am Anfang der Diskussion immer sagt, wir müssen die Fluchtursachen beseitigen. Die werden dann auch benannt. Mhm. Außerdem habe ich den Eindruck, dass es da rechts wie links eine große Einseitigkeit gibt in der Annahme, was die Fluchtursachen sind. Rechts ist die Annahme im Wesentlichen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge und die haben gar keinen Grund zu kommen. Ich lese sogar oft, 99% seien unberechtigt im Land, was nicht stimmt, denn Bürgerkriegsflüchtlinge haben auch einen Fluchtgrund, nur nicht den nach dem Artikel 16 des Grundgesetzes. Und auf der anderen Seite höre ich halt auch sehr häufig, dass das ja alles Menschen in Not sind und dass die alle fliehen, um ihr Leben zu retten. Und dagegen spricht die Statistik der Anerkennung eben auch, weil die Hälfte nicht anerkannt wird. Mhm. Also wir sind in der misslichen Lage, dass etwa die Hälfte einen Fluchtgrund hat, rechtlich gesehen, die Hälfte nicht. Mhm. Das heißt, das System zwischen den beiden zu unterscheiden, ist nicht besonders gut. Man würde ja eigentlich doch hoffen, dass 90% derer, die kommen, nachher auch einen Fluchtgrund haben und nicht nur die Hälfte. Und in der politischen Debatte gibt es rechts wie links die Neigung, immer gerade die Hälfte, die einem nicht passt, nicht sehen zu wollen. Rechts will man nicht sehen, dass die Hälfte der Leute einen Fluchtgrund hat. Mhm. Und links will man nicht sehen, dass die Hälfte der Leute keinen Fluchtgrund hat. Mhm. Ja. Was ist denn Ihre, oder wie gehen Sie denn direkt in Tübingen mit der Situation um? Sind bei Ihnen sehr viele Menschen, die man sagt ja jetzt heute eher Migranten, ne? Haben Sie eine große Anzahl an Migranten in Tübingen? Ja, da müssen wir genau hinschauen. Nach der Bevölkerungsstatistik ja, aber Migration hat ja vielfältige Erscheinungsformen. Bei uns ist in der Tat so, dass wir sehr viele internationale Studierende und Wissenschaftler in der Stadt haben, die auch in der Regel nur einige Jahre bleiben und dann das Land wieder verlassen, also nicht eingewandert sind, sondern zeitweise in Tübingen studieren oder forschen. Das erhöht den Anteil der Menschen, die einen ausländischen Pass haben, in Tübingen deutlich. Wenn man von dem Effekt absieht, ist Tübingen, weil es keine Industriestadt, eher etwas unterdurchschnittlich, was die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Und was hat sich in Tübingen aus Ihrer Sicht verändert, seit eben diese Zuwanderung so stark gestiegen ist? Na, wir hatten ja in den letzten 10 Jahren zwei Formen der Zuwanderung. Die eine war in Baden-Württemberg noch stärker als im Rest von Deutschland, die Zuwanderung aus Südeuropa in unseren Arbeitsmarkt. Mhm. Wir hatten leere Stellen, waren froh, dass die besetzt werden konnten. Und in Südeuropa ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor ein gravierendes Problem. Und das ist, glaube ich, ganz vernünftig, dass man die Menschen dann nicht dort arbeitslos lässt und bei uns die Arbeitsplätze unbesetzt bleiben. Auf die Art und Weise sind allein nach Baden-Württemberg 500.000 Menschen gekommen in den letzten 10 Jahren. Also ein wichtiger Beitrag für unsere Wirtschaft.
Und darüber hinaus sind etwa 150.000 Asylbewerber nach Baden-Württemberg gekommen. Und da können wir jetzt sagen, halbe halbe, die Hälfte mit Fluchtgrund, die andere rechtlich gesehen nicht. Das hat sich vor allem bemerkbar gemacht in den ersten Monaten bei der Unterbringung am Wohnungsmarkt auch. Wir mussten die Menschen irgendwo unterbringen und der Wohnungsmarkt war bereits voll, sodass wir gezwungen waren, dann Zwischenlösungen zu finden, Hallen anzumieten. Dann haben wir ein großes Wohnungsbauprogramm gestartet. Mittlerweile sind die aber alle untergekommen. Und jetzt geht es darum, die in den Arbeitsmarkt zu bringen. Da steht uns noch eine große Aufgabe vor. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt so durch Tübingen geht, dann darf man durchaus auch festhalten, 4 Jahre danach ist das nicht wirklich spürbar, dass da so viele Menschen in die Stadt geflüchtet sind, sondern es ist ziemlich gut gelungen, die zu integrieren. Okay, das heißt aus Ihrer Sicht, und ist es denn so, dass immer wieder neue dazukommen oder ist das im Moment ja erstmal vorbei sozusagen? Zurzeit kommen relativ wenige dazu. Also wir hatten Jahre, in denen wir als Stadt 600, 700 Leute unterbringen mussten und zurzeit sind es noch 70. Okay. Das heißt also aus Ihrer Sicht ist es im Moment alles, was anbelangt, also läuft das alles in geordneten Bahnen sozusagen? Wir haben jetzt eine Situation, wo zwar immer noch eine Großstadt jedes Jahr Asyl in Deutschland beantragt, 160.000, 170.000 Leute, das ist schon eine Großstadt, größer als Tübingen, wo aber keine krisenhaften Erscheinungen auftreten, wo also die Systeme funktionieren, die Bürokratie das alles bewältigen kann und die Menschen unterkommen und es auch eine Chance gibt, sie zu integrieren. Das sehe ich nicht mehr als kritisch an. Das war vor 4 Jahren ganz anders. Da waren diese Systeme alle wirklich weit über die Grenze hinaus belastet. Und deswegen habe ich damals auch klar gesagt, dass ich da Grenzen erreicht sehe. Was anderes ist die Frage, ob das System richtig eingestellt ist. Und da finde ich immer noch, das größte Problem besteht darin, dass nahezu alle, die kommen, auch bleiben können und dass nicht unterschieden wird zwischen denen, die Fluchtgründe haben und denen, die keine haben. Das heißt nämlich, dass Menschen, die Fluchtgründe haben, bei uns keinen Platz bekommen, weil andere den wegnehmen, die ihn eigentlich nicht bräuchten. Und dass wir da nicht in der Lage sind, klarer zu trennen und dann auch zu sagen, es müssen eben mehr von denen gehen, die keinen Anspruch haben zu kommen, damit wir mehr aufnehmen können, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Das finde ich nach wie vor nicht gut eingestellt. Es gibt noch ein letztes Problem, das ich schwierig finde. Das ist der Umgang mit Menschen, die sehr schnell kriminell werden, vielleicht sogar kriminell schon gekommen sind. Da gibt es leider doch viele Hinweise drauf. Wir haben aus der Kriminalstatistik die Erkenntnis, dass die hohe Anzahl von Straftaten durch Asylbewerber im Wesentlichen auf etwa 50.000 junge Männer zurückgeht. Also gerade mal 5%, weniger als 5% der Asylbewerber sind das kriminelle Problem. Das sind nämlich Mehrfachstraftäter. Und diese Mehrfachstraftäter, die spüren eben keine Härte des Gesetzes, sondern nehmen die liberale deutsche Rechtspraxis eher als Aufforderung wahr, die nächste Straftat zu begehen. Und hier müsste meiner Meinung nach früher und klarer und entschiedener eingegriffen werden, auch um die davon abzuhalten, auf dieser schiefen Bahn weiter nach unten zu kommen. Denn es ist ja aus deren Sicht nicht wünschenswert, dass man sie einfach kriminell sein lässt. Irgendwann kommt das schwere Verbrechen und dann doch die Gefängnisstrafe. Also man könnte das auch so als eine Form von Vernachlässigung betrachten, was wir da machen. Das ist halt eine Frage, die mich auch schon sehr lange beschäftigt. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja Menschen, die sich zum Beispiel gegen diesen GEZ-Zwangsbeitrag wehren und dafür zum Beispiel auch ins Gefängnis gesteckt werden. Es sind zwar noch nicht viele, aber schon etliche, die davon betroffen wurden oder eben mit Zwangsvollstreckungen konfrontiert sind. Und während jetzt zum Beispiel das, was Sie gerade gesagt haben, Straftaten von kriminellen Migranten eher nicht wirklich verfolgt werden. Was denken Sie, woran das liegt? Warum wird da so ein Unterschied gemacht? Das hat ein bisschen was mit dem Rechtsstatus von Asylbewerbern zu tun. Ich würde dafür nicht den Begriff Migranten verwenden. Es geht nicht um Migrantenkriminalität,
denn die allermeisten Migranten in unserem Land sind friedliche Arbeitnehmer. Also man sollte das begrifflich nicht durcheinander bringen. Aber bei den Asylbewerbern gibt es eine rechtliche Sondersituation, die man sich klar machen muss, wenn sie mal abgelehnt sind, aber trotzdem im Land bleiben dürfen, dann haben sie einfach nichts mehr zu verlieren. Das heißt, Kriminalität wirkt sich auf sie eigentlich nur positiv aus, nämlich als Chance, sehr viel mehr Geld zu verdienen, als sie vom Amt bekommen. Und die Sanktionsrisiken sind gering, denn ihren Asylstatus kann es gar nicht mehr verschlechtern. Sie sind eh schon abgelehnt. Die Ausweisung und Abschiebung kommt deswegen in aller Regel auch nicht zustande. Oft bestehen sogar Abschiebungshindernisse. Wir haben hier einige gigantische Asylbewerber in der Stadt, die schon so verurteilt sind, dass man sie rechtskräftig abschieben könnte. Aber Gambia nimmt sie nicht zurück. Die wissen also, dass ihnen gar nichts mehr passieren kann. Und für die Gefängnisstrafe fehlen erstens die Gefängnisplätze und zweitens wollen wir ja auch keinen Rechtsstaat, der jetzt wegen Kleinkriminalität sofort jahrelange Gefängnisstrafen ausspricht. Und da muss ja der Gleichheitsgrundsatz gelten. Das kann nicht für Asylbewerber härter sein als für Sie oder mich. Und deswegen ist der Rechtsstaat an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen hilflos. Und das merken wir auch. Das kommt noch dazu, dass die sich ausrechnen können, was passiert. Und da brauchen Sie nicht Asylbewerber zu sein. Wenn Sie beliebige Gruppen deutscher Schüler nehmen, denen sagen, also es gibt keine Belohnung dafür, dass ihr gute Arbeiten schreibt, gute Zeugnisse habt, da wird euer Leben nicht besser davon. Aber es gibt auch keine echten Strafen, wenn ihr anfangt zu klauen. Dann werden eine Menge Leute in dieser falschen Anreizkonstellation auf eine schiefe Bahn geraten. Und genau das passiert bei den Asylbewerbern auch. Ich kann mich erinnern, also das Thema Asylrecht, sagen wir mal vor 20 Jahren, ne? Da war es ja so, dass eben also Asylanten ja sehr, sehr streng behandelt wurden und sehr viele, die auch wirklich nachweislich um ihr Leben, also wirklich damit rechnen mussten, dass sie mindestens inhaftiert werden, wenn nicht sogar umgebracht werden, trotzdem abgeschoben wurden. Ne? Das war ja vor ungefähr 20 Jahren war das ja immer wieder der Fall. Und woran liegt das, dass sich das so extrem verändert hat? Also dass mittlerweile sogar Menschen, die also früher war es so, die Leute hatten, selbst wenn sie nachweisen konnten, dass sie wirklich flüchten mussten, sind sie teilweise trotzdem abgeschoben worden. Heutzutage wird gar nicht genau gefragt, ob es denn wirklich echte Fluchtgründe gibt. Also woran liegt es so, dass sich das so dramatisch gewandelt hat, aus Ihrer Sicht? Also es wird aus meiner Sicht schon gefragt, ob es Fluchtgründe gibt. Da gab es eine Phase, in der die Behörden dafür nicht die Leute hatten. Einfach nicht in der Lage waren, das zu tun. Da haben Sie recht, aber das war 2015, Anfang 2016, das ist vorbei. Heute wird wieder ganz regulär gefragt und werden vernünftige Asylverfahren auch durchgeführt. Daran liegt es nicht, aber es gab schon auch eine Weiterentwicklung der Menschenrechtspolitik. Die finde ich ehrlich gesagt auch erstmal human und richtig, dass man zum Beispiel über die Europäische Menschenrechtskonvention über das hinausgegangen ist, was in der Genfer Flüchtlingskonvention schon drin stand. Also ganz konkretes Beispiel, die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, man kann einen Straftäter auch dann abschieben, wenn in dem Land Krieg herrscht und ihm der Tod droht. Da waren wir, wie ich finde, durchaus nachvollziehbarerweise der Auffassung, wer Schutz sucht, der darf nicht zur Gefahr werden. Und die Europäische Menschenrechtskonvention, die geht jetzt weiter und sagt, nein, egal was der tut, er darf nicht in Lebensgefahr gebracht werden durch die Abschiebung. Das heißt, wir müssen den dann bei uns ins Gefängnis stecken. Man darf nicht riskieren, dass er getötet wird. Auch das kann man gut vertreten. Das ist aber die Entwicklung, die Europa in den letzten 20 Jahren genommen hat, da humaner zu werden. Die erklärt ein bisschen diese Wahrnehmung, die Sie gerade dargestellt haben. Okay, verstehe. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich noch mal eine ganz andere Frage. Sie, in Tübingen gibt es ja auch Tierversuche. Ja. Und wie stehen Sie zu diesem Thema? Also bei Tieren, glaube ich, muss man vorneweg mal sagen, das große Problem sind nicht Tierversuche an wenigen Primaten, sondern das große Problem ist, dass wir allein in Deutschland jedes Jahr 750 Millionen Tiere absichtlich töten, um sie zu essen. Das Schicksal von 750 Millionen Tieren, also pro Einwohner 10 Tiere jedes Jahr, das machen sich, glaube ich, viele nicht klar, töten wir zu Nahrungszwecken. Und da muss man, glaube ich, erst mal sagen, bevor wir
die Forschung verbieten, müssen wir die Lebensumstände der Tiere in der Tierhaltung für Nahrungsmittel erstmal noch genauer anschauen. Brauchen wir wirklich so viele tote Tiere jedes Jahr? Müssen die so weit transportiert werden? Wie sind die Schlachtbedingungen? Wie sind die Haltungsbedingungen? Was ist mit den Legehennen und so weiter? Da finde ich, ist Tierschutz wirklich wichtig und nötig. Mhm. Was wir in Tübingen erlebt haben, ist aber, dass die Forschung an 30 Primaten, also menschenähnlichen Affen, die dazu dient, das Gehirn besser zu verstehen, die dazu dient, Gehirnkrankheiten besser zu verstehen, Therapien zu entwickeln für Demenz, was in der alternden Gesellschaft eine der großen Geißeln geworden ist, dass diese Forschung an 30 Affen, dass die skandalisiert wurde und mit Demonstrationen versucht wurde, die zu beenden und dass am Ende die Forscher leider diesem öffentlichen Druck auch nachgegeben haben. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir Tierversuche brauchen und dass man das menschliche Gehirn nicht an Insekten erforschen kann, das dürfte auch klar sein. Das geht also wohl kaum anders als an menschenähnlichen Gehirn, das heißt eben doch an Affen. Und dass dabei Tierschutzbedingungen, Tierschutzgesetze eingehalten werden müssen, das versteht sich von selber. Was die Tierversuchsgegner versucht haben, war über Bilder, die erschüttern, Stimmung zu machen. Ich bin mir aber sehr sicher, wenn sie nicht im Versuchslabor mit Affenfotos machen würden oder Filme, sondern in irgendeinem beliebigen Schlachthof, was da jeden Tag passiert, dann würden sie genau die gleichen Reaktionen sehen, dann würden sie genauso erschütternde Bilder sehen, weil wir einfach nicht gewohnt sind, dass mit Leid und Tod und Blut in der Öffentlichkeit Wahrnehmungen geprägt werden. Wir sind eine sehr zivilisierte, pazifizierte Gesellschaft geworden und haben dafür gar keine Einordnungsmöglichkeiten mehr. Das hat die Sache in die falsche Richtung gelenkt, das bedauere ich. Also kurz und knapp, Tierschutz ja, wir müssen auch mehr tun für den Schutz der Tiere. Aber Tierversuche sind notwendig, um medizinischen Fortschritt für die Menschen zu ermöglichen. In der Abwägung, Menschen sterben zu lassen, weil man nicht forscht, bin ich für Tierversuche. Okay. Es gibt ja auch sehr viele Tierversuche im Kosmetikbereich. Also wo eben auch Tiere gequält und umgebracht werden, einfach für kosmetische Zwecke, um irgendwelche Vergleiche jetzt. Aus meiner Sicht ist es sowieso sehr schwierig, so kosmetische Sachen eben auch von Menschen oder von Tieren auf Menschen zu übertragen. Würden Sie das denn auch auf Kosmetik beziehen? Dass Sie sagen, Tierversuche sind im kosmetischen Bereich genauso wichtig? Nein. Ja, sinnvoll. Meinetwegen könnte man Tierversuche für Kosmetika jederzeit verbieten. Damit hätte ich keine Schwierigkeiten. Würde vielleicht dazu führen, dass ein bisschen weniger Kosmetika auf den Markt kommt. Ob das jetzt schlimm wäre, also ich könnte darauf verzichten. Ich finde auch natürliche Schönheit sehr anziehend. Aber ich finde, es bestimmt, gibt schon einen großen Unterschied darin, ob man die neuesten Modeerscheinungen auftragen möchte oder ob Menschen halt im Alter nicht mehr wissen, wer sie sind, weil man die Gehirnkrankheiten nicht verstanden hat. Das macht doch einen großen Unterschied. Mhm. Haben Sie selber denn mal sich vor Ort die Tierversuche mal angeschaut? Ja, ich war dort mehrfach. Ich habe auch mit den Wissenschaftlern gesprochen, habe mir ihre Arbeitsweise erklären lassen, auch ihre Forschungsergebnisse versucht zu verstehen. Das ist nicht ganz einfach. Aber ich bin sehr überzeugt, dass die mit großer Verantwortung für die Tiere und für ihre Arbeit hier in Tübingen versucht haben, für Menschen das Beste zu erreichen. Und aber diese Versuche gibt es nicht mehr in Tübingen? Nein, die wurden eingestellt vor etwa 2 Jahren, weil die Forscher diesem öffentlichen Druck nicht mehr standgehalten haben. Ich bedauere das sehr. Mhm, alles klar. Ja, sehr interessant. Gibt es denn etwas, was Sie unseren Zuschauern und Zuhörern zum Abschluss dieses sehr spannenden Gespräches noch mit auf den Weg geben möchten? Ja, wenn die Zuschauer bis jetzt dabei geblieben sind, dann erstmal Respekt, dass sie sich so viel Zeit genommen haben und so lange zugehört haben. Vielen Dank dafür. Ich würde es gerne auf eine These zusammenbringen. Ich glaube, dass wir in öffentlichen Debatten uns sehr viel mehr darum kümmern sollten, herauszufinden, was sind denn Tatsachen, auf die wir uns verständigen können, Gemeinsamkeiten, die wir festhalten können, bevor wir anfangen zu verurteilen und zu verdammen. Also mehr nach richtig und falsch zu fragen und erst auf sicherem Fundament dann nachher den immer notwendigen politischen Streit zu führen. Weil natürlich gibt es Dinge, Werturteile, die im Menschen selber drinstecken, wo man sich nicht einigen kann und auch gar nicht muss.
Man kann ganz verschieden zu Tierversuchen stehen. Man kann Vegetarier sein aus Überzeugung oder eben sagen, ich esse gerne Fleisch. Das sind Werturteile, die man für sich selber trifft und die einem niemand aufzwingen kann und darf. Also gibt es da genug Grund zu streiten. Aber man sollte vorher erstmal eine vernünftige Faktenbasis herstellen. Das habe ich in den Titel meines neuen Buches gebracht. Erst die Fakten, dann die Moral. Wenn wir nach der Methode vorgehen würden, könnten wir, glaube ich, miteinander sehr viel besser streiten. Ja, sehr spannend. Ist Ihr Buch schon rausgekommen? Ja, das Buch ist jetzt vor 6 Wochen herausgebracht worden. Und ich könnte es auch übergehen, eins holen, in die Kamera halten, aber dann ist ja zwischendurch niemand da, das wäre auch blöd. Okay. Ist auf Platz 8 der Bestsellerliste gewesen für 2 Wochen. Also ich hoffe, dass es noch ein paar Leute lesen. Gerade hat der Chef des Flughafens in Wien gesagt, er habe das Buch gelesen und damit wolle er jetzt in die Gespräche mit der möglichen neuen Beteiligung der Grünen an der Regierung in Österreich hineingehen. Das freut mich natürlich, wenn das, was man aufschreibt, gelesen wird und vielleicht sogar Wirkungen hat, so wie ich ihn anfangs geschildert habe, dass meine Arbeit in Tübingen mir Freude bereitet, weil ich sehe, dass ich Ziele erreichen kann, die ich für nötig und wichtig halte. Ja, super. Also das mit dem Buch finde ich auch sehr spannend. Das werde ich mir auch sofort besorgen. Wir schreiben das auch in die Shownotes rein, den Link, sodass jeder sich das auch anschauen kann. Also ich bin da also da wirklich, also nicht bei den Tierversuchen, aber was das anbelangt, bin ich voll auf Ihrer Seite. Ich finde auch, weil ich glaube, wenn man sich erstmal auf eine gemeinsame Faktenlage einigen kann, dann wird wahrscheinlich eine politische Diskussion danach ganz anders aussehen, als wenn diese Fakten gar nicht genau angeschaut werden. Na, und ich denke, Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ja, nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Ihr erstes Online-Video-Interview. Ja, genau. Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach noch viel tolle Sachen in Tübingen bewegen und noch sehr viel für eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft bewegen und erreichen können in Tübingen. Vielen Dank. Vielen Dank, das will ich hoffen, Herr Langenhäuser. Auch Ihnen alles Gute. Dann bin ich gespannt, was da bei Ihnen jetzt passiert auf Ihrem Kanal. Alles klar. Super, vielen Dank. Ich danke dir und fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich freue mich über dein Like, wenn dir der Beitrag gefallen hat. Und abonniere gerne unsere Kanäle. Und liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis bald.